Willkommen zurück zu einer neuen Version oder einer neuen Folge von Hearthstone Dailies. Unsere heutige Quest, die gucken wir uns gleich mal an, ist drei Victories mit irgendeiner Klasse. Was ich schon lange nicht mehr gespielt habe, ist mein Druide. Allerdings habe ich alle meine Decks gelöscht. Insofern werde ich jetzt auch wieder. Ne, beziehungsweise einen Druiden habe ich schon wieder. Okay, das ist gut zu wissen. Den werden wir dann gleich mal austesten. Hier fehlt allerdings Xenarius für die starke Combo mit Oni und Xenarius. Dafür schmeißen wir einfach mal einen Archmage raus, nehmen Xenarius rein und versuchen so jetzt mal die drei Siege zu erzocken. Versuchen wir es direkt mit der ersten Runde. Unsere Quest war es, drei Siege zu erzielen mit irgendeiner Klasse. Und ich nehme jetzt hier mal drin den Druiden, einfach weil ich den schon lange nicht mehr gespielt habe. Ich glaube noch nicht einmal in Form der Serie jetzt oder selten in Form der Serie. Hat sich jetzt auch wieder ein bisschen verändert, dadurch, dass ich neue Karten gezogen habe. Ich versuche es im Moment mal mit einem zaubernden Druiden. Ein bisschen gucken, wie das funktioniert. Packe hier erstmal den Spellbreaker weg, weil ich nicht befürchten muss, dass jetzt irgendwie mega starke Minions kommen am Anfang. Und behalte mir den aber den Auktionär und den Swipe, einfach damit ich früh Karten ziehen kann. Oder wenigstens eine Karte. Ziehe jetzt hier auch recht früh die Oni. Zweite Swipe, also Board Control habe ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen ab Runde 4. Ja, unser Gegner coint jetzt hier sofort einen Frostwolf Grunt. Erstmal alles kein Problem. Ist zwar eine starke Karte, aber die können wir innerhalb von zwei Runden besiegen. Kassieren dafür aber 5 Schaden. Meine ich, müssten es sein. Ne, 4. Was natürlich recht lästig ist. Aber das können wir jetzt auch erstmal nicht vermeiden. Denn es ist wichtig, dass wir den recht früh wegkriegen, weil er sonst sehr schnell Druck aufbauen kann durch die Totems und einen Bloodlust in Runde 5. Ja. Haben eben den Venture Crow gezogen, ziehen jetzt hier das Wrath. Mit dem Wrath töten wir seinen Grunzer, ohne halt Schaden zu erleiden, ziehen dafür außerdem noch eine Karte, was ganz nützlich ist. Ziehen hier Innervate. Lohnt sich jetzt natürlich noch nicht. Könnte ich natürlich benutzen jetzt, um zu swipen in der vierten Runde. Hab leider kein Minion, was jetzt 6 kostet hier. Aber ja. Ja, ziehe jetzt hier die starke Combo mit Xenarius und Oni. Halte mir das Board jetzt erstmal ein bisschen clear mit dem ersten Swipe. Nehme ihm hier das eine Schaden von Totem runter, was er durch den Raid Leader kriegt, den er spielen konnte. Werde jetzt in der nächsten Runde auch den Auktionator spielen, den Goblin Auktionator. Und werde dann nach und nach eben Karten ziehen. Ja, kriege jetzt hier einen Frostshock ab, der mich jetzt daran hindert anzugreifen. Ja, spiele eben den Auktionär und beende die Runde erstmal wieder. Könnte jetzt in Runde 6 mit Swipe und Shapeshift seine Totems clearen, beziehungsweise ich könnte ihm jetzt den Tank hier wegnehmen. Das mache ich natürlich auch. Sicher ist hier einfach mal sicher. Und macht damit eben das ganze Feld wieder clear. Verhindere, dass mein Auktionator hier Schaden kriegt, sodass ich seine Fähigkeit noch ein bisschen weiter ausnutzen kann. Ja, nächste Runde haben wir Runde 7 erreicht. Mit dem Innervate kann ich dann schon die Oni spielen. Würde dann auch bedeuten, dass ich wieder eine neue Karte ziehe durch das Innervate. Und wäre hier definitiv schon recht weit vorne. Okay, verliere jetzt hier wieder den Auktionator. Spielt allerdings keine Rolle. Denn ich kann jetzt hier mit der Oni so früh, mit dem Oni-Drop, früh genug Schaden aufbauen. Und jetzt mal sehen, was unser Gegner spielt. Wenn jetzt natürlich die Fähigkeit kommt, die an allen 2 bis 3 Schaden verursacht, wäre das natürlich recht ungünstig. Okay, kriegen hier einen Boulder Fist Ogre ab plus ein Ancestral Healing. Vollkommen in Ordnung. Wir können unseren Faceless Manipulator noch nicht ausnutzen, kriegen hier jetzt aber einen Druid of the Claw, verursachen einfach 3 Schaden, rufen den Druid of the Claw in Charge-Form und machen uns das Feld wieder frei.
Benutzen außerdem noch einen Kobold Geomancer, falls wir gleich noch ein bisschen Magic Damage ziehen, der uns dann eventuell noch zur Verfügung steht, beziehungsweise wir haben ja jetzt unsere Minions draußen. Je voller das Board ist, desto effektiver wird das eben mit Szenarios alle hochzuwaffen. Die 2-2-2er Treants mit Taunt finde ich hier jetzt nicht so stark. Ja, kriegen hier jetzt einfach einen Totemic Call von unserem Gegner und einen Booty Bay Bodyguard. Das ist natürlich jetzt nicht die stärkste Einheit. Können jetzt hier Szenarios nutzen, um alle unsere Minions zu buffen. Und können das Board clearen und mit Onyxia und den restlichen Welblingen genug Schaden verursachen. So, unser Gegner hat jetzt noch 9 Leben. Mit unserem Starfire könnten wir ihn also noch nicht besiegen, da das nur 5 Schaden sind. Aber ich denke, wir haben einfach jetzt genug Schaden auf dem Feld, als dass sich unser Gegner gibt. So, damit haben wir das erste Game fertig und können weitergehen zum zweiten. Direkt eine zweite Runde. Ja, die Suchmaschine läuft. Ein Gegner wird gefunden oder soll gefunden werden. Haben sie ja geändert, war ja vorher Searching. Glaube ich, meine ich, hieß das vorher Searching Opponent. Und ja, wie immer ein Worthy Opponent. Und spielen jetzt gegen den anderen Druiden. Finde ich immer ganz interessant, weil man dann ein bisschen sehen kann, wie andere den Helden spielen. Ich behalte mir alle Karten jetzt auf der Hand, einfach weil ich in Runde 3, rein theoretisch 3 mit Wild Growth, schon beiziehen kann. In Runde 4 schon den Druid of the Claw. Dadurch, dass ich Wild Growth habe, komme ich hier eben recht schnell vorwärts und kann auch recht früh Druck machen. Und ja, jetzt ziehe ich eben auch noch das Inner Veil. Das heißt, ich könnte in Runde. Ja, ich könnte recht früh schon Druck aufbauen durch den Druid of the Claw in Tankform zum Beispiel. Ja, unser Gegner zieht jetzt hier aus das Inner Veil und benutzt einen Wild Rider. Macht uns damit jetzt natürlich 3 Schaden. Die Kreatur wollen wir nicht behalten oder auf dem Feld lassen. Insofern töten wir den direkt, auch wenn wir nochmal 2 Schaden kriegen davon. Benutzen dann unser Inner Veil und das Wild Growth, damit wir schnell wieder vorankommen. Haben jetzt in der Runde 4 einen Bite, den wir benutzen können. Und ja, haben damit eben die Möglichkeit, ein starkes Minion, falls jetzt nochmal sowas kommen sollte, zu besiegen. Ja, wir nutzen die Zwischenzeit einfach mal, das Feld ein bisschen zu zerstören. Kennt man ja, das machen ja irgendwie alle so ein bisschen zwischendurch. So, und das Problem ist jetzt, dass unser Gegner ein 3-3er Minion da hat. Das nehmen wir ihm jetzt einfach mit Bite wieder ab. Wrath will ich hier nicht benutzen, weil ich Wrath lieber mag für den Card Draw. Außerdem, wenn ich den Spell Damage Plus habe, lohnt sich das eben mehr. Und ja, kann jetzt hier ein bisschen voranschreiten, ein bisschen weiter das Feld kaputt machen. Brauche mich hier erstmal um nichts kümmern. Unser Gegner hat erst 3 Kristalle, wir sind mittlerweile bei 5. Insofern alles gut. Ziehen jetzt hier den Druid of the Claw in der Bierform. Die nehme ich hier jetzt mal, einfach damit wir gleich unsere Spell Damage Plus Minions beschützen können. Außerdem gibt es jetzt irgendwie nichts, was so schnell 6 Schaden verursachen könnte für 4 Mana an unserer Einheit, dass wir umfallen, außer er hat jetzt Wundfire und Swipe. Das würde jetzt direkt töten. Ja, jetzt sieht man, warum ich mir Wrath behalten habe. Mit Wrath kann ich jetzt einfach angreifen, einmal Wrath ziehen, den einen Schaden mache, hab das Board clear und kann mit Keeper of the Groove nochmal 2 Damage am Gegner machen und damit wieder meine Runde beenden. Ja, muss jetzt eben meinem Bruder Bescheid sagen, dass ich keine Runde Zeit habe für Dota, weil ich ja gerade hier zugange bin. Ja, unser Gegner zieht jetzt mit Nourish 3 Karten, zieht hier wieder ein bisschen auf, hat allerdings keine Möglichkeit mehr, diese Runde noch was zu machen. Und dadurch, dass er 0 Mana hat. Wir haben jetzt Starfire, ein Card Draw auf jeden Fall. Können jetzt hier 2 Minions benutzen. Auch wenn das riskant ist mit dem Swipe, den wir abkriegen könnten. Können außerdem Shapeshift machen und erstmal Schaden verursachen in Höhe von 7. Und kommen so Stückchen für Stückchen voran. Unser Starfire macht jetzt 6 Schaden. Das heißt, 6 Mana, 6 Schaden.
Und eine Karte lohnt sich jetzt auf jeden Fall schon mehr. Wir haben noch den Archmage, den wir hier benutzen können. Schöner wäre es jetzt natürlich, wenn wir noch einen Goblin-Auktionator zusätzlich ziehen würden. Aber hier lohnt sich das schon gegen den Mogushan Warden. Den können wir hier recht gut abschirmen, indem wir ihm einfach einen Starfire geben, beziehungsweise den können wir hier recht schnell wieder töten, indem wir ihm einfach einen Starfire geben. Unser Gegner macht jetzt hier sein Board ziemlich voll. Spawnt hier Minion für Minion und gibt eben seinem Mogushan Warden auch einen zusätzlichen Schaden. Damit hatte ich gerechnet. Jetzt ziehen wir natürlich einer der besten Karten, die jetzt gerade in der Situation geht, einen Swipe. Dann können wir leider nicht in Kombination mit dem Archmage spielen. Ziehen wir die aber so, machen wir 5 Schaden und töten außerdem seinen Grunt, um den ich mich dann nicht mehr kümmern muss. Das machen wir doch einfach mal. Unser Questing Adventurer kriegt hier dann auch wieder zusätzliches Leben. Und jetzt traden wir einfach möglichst effizient, ohne eben viele Minions zu verlieren. Benutzen dann unseren Shapeshift und greifen an. Worauf ich natürlich auch ein bisschen achte, ist, dass meine Minions nicht auf 1 HP fallen. Einfach aus dem Grund, dass ich sonst mit einem Swipe sofort verloren hätte. Oder beziehungsweise alle Minions verlieren würde. Was natürlich nicht in meiner Interesse liegt. Ja, unser Gegner wirkt ein bisschen ratlos. Wir können ihn jetzt auf jeden Fall töten. Wir haben 4, 6, 10 und 2, 12 Schaden. Er wiegt sich hier wahrscheinlich ein bisschen in Sicherheit. 21 hat er jetzt. Benutzen wir einfach mal das Wrath und ziehen noch eine Karte. Vielleicht ist ja noch ein guter Zauber dabei, den wir nutzen können. Ja, ziehen jetzt hier Nourish. Auch das benutzen wir sofort und ziehen nochmals 3 Karten. Haben jetzt doppelt Starfire, können wir leider nicht in einer Runde benutzen. Onyxia und den Goblin-Auktionator. Auch hier wollen wir wieder unsere Kreaturen am Leben halten. Deswegen greifen wir mit dem Questing Adventurer an und anschließend mit allem inklusive uns selber unseren Gegner. Hauen ihn somit wieder runter auf 12 Leben. Selbst wenn er sich jetzt wieder hochbuffen könnte, also wieder 8 Leben plus, hätte er 20. Wir sind dann mittlerweile bei 10, 14 und selber 20. Beziehungsweise wenn wir erst Starfire spielen, sind wir sogar bei 21. Das heißt, wenn er selbst noch seine Fähigkeit benutzen würde, wäre er besiegt. Haben jetzt hier allerdings auch die zweite Runde gewonnen und sind damit fast fertig mit unserer Quest. Brauchen nur noch einen einzigen Sieg. Wir zum dritten Spiel, fangen auch direkt die Suche an. Ja, suchen eben wieder einen neuen Gegner. Es wird wahrscheinlich wieder ein würdiger Gegner sein, ein worthy opponent, gegen den wir spielen. Nichts Interessantes, einfach standardmäßig wie immer. Wenn wir die Runde gewinnen, haben wir die Quest zu Ende. Und außerdem kriegen wir noch mal 10 zusätzliche Gold für die 3 Siege. Das kennt man ja. Ja, sehen hier meine neueste Errungenschaft. Den guten alten Ragnaros the Firelord. Den brauchen wir jetzt natürlich noch nicht. Bisschen früh. Moonfire behalten wir uns. Außerdem den Fancreeper, den wir ab Runde 5 spielen können. Weil wir insgesamt so einen durchschnittliche Mana-Kosten haben. Also so würde ich sagen. Ja, sind wieder mal das erste, dritte Runde hintereinander, glaube ich. Nee, vierte Runde hintereinander. Erster, die Wahrscheinlichkeit dafür ist ein Achtel. Beziehungsweise noch kleiner, ein Sechzehntel, glaube ich. Aber gut, ja, ich bin sowieso nicht der Typ, der gerne anfängt mit einer Runde. Ich spiele lieber erst als zweites, einfach weil ich finde, dass man schnell gute Minions raushauen kann. Werden jetzt hier vielleicht ein Murloc-Deck sehen. Sieht jedenfalls danach aus. Und somit fängt es auf jeden Fall an. Ja, er bufft sich hier schon gleich den ersten Möllern rauf. Gut, dass wir einen Moonfire haben, beziehungsweise unseren Shapeshift, womit wir gleich den entscheidenden, der jedes Mal plus einen Schaden kriegt, wenn Murloc gespawnt wird, rausnehmen können. Das war hier jetzt gerade an der Stelle wichtig. Hab ein bisschen doof gespielt, hätte auch den Kobold Geomancer spielen können und das Moonfire, dann hätte ich keinen Schaden gekriegt. Hätte aber jetzt direkt den Kobold Geomancer wieder verloren. Unser Gegner kriegt hier den Master Swordsman, bufft damit seinen Murloc weiter und weiter hoch. Ist natürlich auch nicht das Schönste. Deswegen benutzen wir direkt wieder unser Token. Wir wollen jetzt nicht, dass er hier besonders starke Murloc spielen kann und die nach und nach hochbuffen kann. Insofern sehen wir zu, dass wir immer alle Murlocs besiegt kriegen. Ja, krieg jetzt hier eine Nachricht, Tota.
Ich schreibe jetzt mal eben hier eine Nachricht. Ja, habe eben informiert darüber, dass ich noch gerade am Daily spielen bin. Spiele jetzt das Shapeshift, kassiere wieder die zwei Schaden, kann allerdings seinen Minion hier wegnehmen. Wenn ich jetzt Mage wäre, wäre das natürlich schöner, dann würde ich nicht die ganze Zeit Schaden kriegen. Komme jetzt aber auch Schritt für Schritt ran. In der nächsten Runde habe ich auf jeden Fall einmal einen Druid of the Claw, womit ich ihm seinen Master Swordsman wegnehmen kann. Oder je nachdem, was er jetzt noch spielt. Und dann eben besser dastehe als zurzeit. Ja, unser Gegner scheint nach wie vor auf dem Kurs zu bleiben mit den Murlocs. Okay, gibt jetzt hier Inner Fire, erhöht den Schaden von seinem eigenen Minion und tradet anschließend. Hielt es dann natürlich wieder voll. Deswegen benutze ich jetzt hier den Druid of the Claw und trade wieder. Und ja, bin leider jetzt gerade 10. Bin jetzt leider wieder 10 HP unter unserem Gegner, was ziemlich schade ist. Ja, was auch immer der spawnen jetzt sollte, vor allem weil es ein Battle Cry ist, hat er hier ziemlich das Potenzial verschenkt. Spiele jetzt hier den Fan Creeper, damit ich weiter ein tankiges Minion habe und benutze den Druid of the Claw, um anzugreifen. Einfach weil, wenn er mit dem Murloc angreift, also er hat das Potenzial von dem Murloc jetzt so oder so verschenkt, wenn er damit angreift, würde er in jedem Fall sterben. Ja, okay, gibt jetzt hier seinem Minion ein Plus Leben, killt außerdem, oder silenced außerdem einen Fan Creeper, alles halb so wild. Wir ziehen jetzt hier ein Face des Manipulator. Gibt gerade nichts, was wir kopieren wollen, einfach weil wir unseren Ragnaros noch kopieren können, was irgendwie viel schöner wäre, wenn wir das schaffen. Ziehen jetzt mit Nourish einfach drei Karten. Gucken mal, was da so Gutes dabei ist. Okay, Innervate, ein Sunwalker. Alles klar, gute Karten dabei. Brauchen jetzt auch nicht so viel Angst haben. Also der Silence ist ja raus gewesen, wenn ich mich nicht irre. Insofern ist alles gut. Wir können gleich den Sunwalker spielen, sodass wir wieder etwas Schaden auf dem Feld haben. Kriegen jetzt hier Holy Fire ab. Okay, kriegen 5 Schaden. Er stellt 5 Schaden wieder her. Ist natürlich gerade etwas ärgerlich. Dadurch, dass wir in dieser Runde auf jeden Fall nicht unser Innervate rauskriegen, weil wir einfach jetzt das Board clearen müssen, benutzen wir einfach das Starfire und das Moonfire. Haben das Board somit wieder sauber und können einen Schaden verursachen. Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich jetzt im Nachteil bin, obwohl ich gerade mal die Hälfte an Leben habe, einfach weil ich ziemlich starke Karten auf der Hand habe und zusätzlich einfach mehr. Ich kann viel mehr machen. Ich habe drei Legendaries mittlerweile auf der Hand, kann hier eine Oni-Szenarios-Kombo innerhalb von 2 Runden spielen, muss eigentlich nichts befürchten, stehe recht gut da. Ziehe jetzt aber weder Szenarios noch Oni, sondern einfach den Questing Adventurer und den Sunwalker. Einfach aus dem Grund, auch wenn es jetzt ein bisschen ärgerlich ist, dafür, dass ich hier eben mein Divine Shield für einen Schaden verliere. Aber ich komme halt, habe halt einfach mit dem Tank eine recht gute Einheit auf dem Feld und bin noch recht gut dabei. Ja, krieg jetzt hier eine Holy Nova ab. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Töte allerdings seinen kleinen Vogel. Und spiele mich hier Schritt für Schritt nach oben. Droppe jetzt auf jeden Fall Onyxia. Einfach um das Board voll zu kriegen. Töte sein Questing Adventurer und greife erstmal an. Wenn er jetzt kein Minion spielt, wo ich eine Einheit oder er eine Einheit tötet, wäre natürlich ärgerlich, weil ich dann die Szenarios-Kombo nicht spielen kann. Der Gegner spielt hier allerdings zwei. Jetzt muss ich mich immer ein bisschen beeilen, weil Nostormo raus ist. Buff natürlich hier alle Minions hoch, sodass zusätzlicher Schaden gemacht wird. Töte mit der Onyxia seinen Nostormo, habe jetzt wieder länger Zeit. Ziehe die Runde jetzt aber recht schnell durch. Und bin auch so gut wie fertig mit dem Game. Unser Gegner kann jetzt auf jeden Fall nichts machen. Ich könnte jetzt gleich aus Spaß, wenn er irgendwas spielt, natürlich noch meine Einheit töten. Und dann einmal noch meine letzte Legendary zeigen. Aber bin jetzt für jetzt fertig, für den Moment fertig mit der Quest, mit der Daily. Und ja, kriege hier jetzt eben nochmal zusätzlich 50 Gold und bin mittlerweile dann insgesamt bei 500 Gold. Da, also das war's für heute dann. Ansonsten
gibt es die nächste Hearthstone Dailies spätestens am nächste Woche Freitag. Und ja, wenn ich die Zeit finde, natürlich unter der Woche. Gut, dann bis dann und schreibt euer Feedback in die Kommentare, abonniert den Channel und lasst einen Daumen hoch da.